Das Gericht konnte oder wollte den Schweinsager so nicht hören. Und jetzt steht auch fest, warum. Der Mitschnitt war manipuliert worden, und zwar in jener Behörde, die gegen Markus Wilhelm ermittelt hat. Konsequenzen? Keine. War ja nur ein Computerfehler. Markus Wilhelm, Bauer aus dem Ötztal, hat Probleme mit einem ausgesprochenen Schwein. Eine Verunglimpfung, die er nicht selbst begangen hat, für die er aber trotzdem vor Gericht gekommen ist. Ich habe wieder mal Stopp bei den Fraktionsführertiteln gefragt. Hat er denn schon geantwortet? Und was hat er geantwortet? Das Schwein. Das ist die Realität. Markus Wilhelm hat diese Aufnahme auf seiner Internetseite veröffentlicht. Mit der Frage, hat Herwig van Staar Joschka Fischer, denn von dem war die Rede, ein Schwein genannt? Herwig van Staar ist empört und ermächtigt die Staatsanwaltschaft, wegen Ehrenbeleidigung einzuschreiten. Ich habe eine Verfolgungsermächtigung gegen Unbekannt gegeben und in der Folge wurde dann eine Person von Seiten der Staatsanwaltschaft angeklagt, die mir persönlich nicht einmal bekannt ist. Der Staatsanwalt behauptet, die Aufnahme sei gefälscht. Gutachter verneinen das. Trotzdem wird Wilhelm wegen übler Nachrede verurteilt. Dann stellt sich heraus, die Version der Aufnahme, die im Gerichtssaal zu hören war, wurde definitiv manipuliert. Mir wird Beweismittelfälschung vorgeworfen. Und die Anklage kommt mit dem Corpus Delicti, mit dem Hauptbeweismittel, das gefälscht ist. Es ist absurd, da geht's nicht mehr. Wir haben die Originalaufnahme mit der als Beweismittel vorgelegten Fassung verglichen. Sie unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt. Im Original hört man von Star sagen, das Schwein. Bei der Fälschung fehlt der Artikel das. Das Schwein. Das sind die Realitäten. Was hat er geantwortet? Schwein. In der grafischen Darstellung ist der Schnitt deutlich zu sehen. Altlandeshauptmann van Staar behauptet damals, Schweigen gesagt zu haben. Aus seinem Schweigen hätte erst Wilhelm ein Schwein gebastelt. Nur gibt das Schweigen an der Stelle im Text keinen Sinn. Ohne Artikel ließe sich eher ein Schweigen heraushören. So wie in einem von der Tiroler ÖVP in Auftrag gegebenen Gutachten beschrieben. Der verurteilte Wilhelm wehrt sich. Das Gericht beauftragt die Staatsanwaltschaft in Feldkirch mit Ermittlungen wegen des Straftatbestands der Beweismittelfälschung. Die Verdächtigen melden sich gleich freiwillig. Das Büro für interne Angelegenheiten des Innenministeriums hat den Fall bearbeitet und auch die Kopien fürs Gericht angefertigt. Der Staatsanwaltschaft erklärt das BIA, dass es sich um einen Kopierfehler gehandelt habe. Man kann es zwar nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ein ganzes, und zwar genau ein ganzes Wort, entfällt. Es müsste ein relativ großer Fehler auf einem Speichermedium sein, weil ein ganzes Wort sind doch etwa 100 Millisekunden, wenn es ein kurzes Wort ist. Und das ist eine relativ große Fläche auf einer CD zum Beispiel. Ein exakter Schnitt als technischer Fehler? Unwahrscheinlich, doch die Staatsanwaltschaft akzeptiert diese Erklärung und stellt das Verfahren ein. Selbst beim BIA scheint man eher an eine Verwechslung zu glauben. Es wurden mehrere Versionen von uns an das Gericht übermittelt und bei uns oder wir hatten dann keinen Einfluss mehr auf die weitere Verwendung bei Gericht, welche Version bei der Hauptverhandlung zur Verwendung kommt, welche nicht. Wir haben aber zusätzlich zu den Versionen auch die gesamte Anzeige, auch die entsprechende Textpassage in schriftlicher Form dem Gericht übermittelt. Möglich auch, dass das Gericht seine Beweismittel nicht ausreichend geprüft hat. Vielleicht war ja alles nur ein ganz besonders dummer Zufall. Nur Markus Wilhelm glaubt nicht an Zufälle. Er hat gegen seine Verurteilung berufen und wird versuchen, bei der nächsten Instanz Gerechtigkeit zu finden.